handeln kannst. Und Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen ist die Grundlage für ein glückliches Leben. Wenn du dir deiner selbst nicht sicher bist, wenn du dir deiner selbst nicht bewusst bist, dann bist du unsicher. Und unsicher durchs Leben zu gehen, das bereitet Stress, das kostet Energie, das wird der ein oder andere wissen. Wir kommen gleich zum zweiten Praxisteil. Beende das sinnlose Vergleichen mit anderen Menschen. Wenn du dich mal wieder mit anderen Menschen vergleichst, wenn du dich mal wieder erwischt oder wenn du bemerkst, dass du dich schlechter fühlst, weil du dich mit anderen Menschen vergleichst und du gegen diese Menschen in bestimmten Bereichen schlecht abschneidest, dann halte inne. Stell dich aufrecht hin und atme dreimal tief in deinen Bauch. Ganz aufrecht und dann sage zu dir selbst, dieser Mensch, mit dem ich mich da gerade vergleiche, ist auf seinem Gebiet sehr gut und ich freue mich für ihn. Also wohlwollende Gedanken, freu dich ruhig für ihn. Und ich freue mich auch über mich selbst, weil ich bin toll, ich bin genau richtig, wie ich bin und ich akzeptiere mich mit all meinen Stärken und Schwächen. Ich liebe mich selbst und ich bin stolz auf mich. Ich bin ein toller Mensch und ich werde von Tag zu Tag schlauer und lerne immer besser auf meine Umwelt zu reagieren. Von Tag zu Tag werden meine Gedanken und Handlungen immer selbstbewusster. Und du kannst dich dann fragen, warum bin ich heute so selbstbewusst? Warum fühle ich mich heute so gut? Und wenn du dich solche Fragen fragst, dann lenkst du deinen Geist in eine bestimmte Richtung. Und zwar auf das, was du willst. Wenn du dich vergleichst mit jemand anderem und du schließt dabei schlecht ab und du fühlst dich dadurch unsicher oder du fühlst dich dadurch unselbstbewusst, dann fokussierst du dich auf etwas in dem Moment mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, was du nicht willst und du erschaffst dir gleichzeitig mehr davon. Also lenke deine Gedanken in eine selbstbewusste Richtung, weil jeder sollte immer selbstbewusster sein. Und auch die sehr, sehr selbstbewusst erscheinen, die haben trotzdem immer mal Zeiten, in denen sie Angst haben, in denen Ängste da sind, in denen Zweifel da sind. Es gibt niemanden, der immer nur selbstbewusst ist. Aber die Menschen, die die Fähigkeit, selbstbewusst zu sein, gelernt haben, die fokussieren einfach ihre Gedanken auf ermutigende Gedanken, auf Gedanken, die dich selbst sicherer machen. Ich kann dir sagen, wenn du dir zum Beispiel sagst, oh, ich bin toll, ich liebe mich selbst, ich liebe mich mit all meinen Stärken und Schwächen, dann fühlt sich das am Anfang ungewohnt an und das ist ganz normal. Es fühlt sich so an, als ob du denkst, es ist noch nicht wahr. Und die Amerikaner, die würden sagen, fake it until you make it. Und das ist auch der Weg. Gebe vor, verhalte dich wie ein selbstbewusster Mensch, denke wie ein selbstbewusster Mensch und dann wirst du nach und nach diese Selbstbewusstheit annehmen. Dieses Verhalten, dieses Denken wird dann nach und nach ein Teil von dir. Du verhältst dich selbstbewusst, du wählst die richtigen Gedanken und nach einigen Monaten Training werden diese Gedanken zu einer Gewohnheit. Dein Unterbewusstsein lernt dann, diese Gewohnheit selbst auszuführen und das macht dich dann ein großes Stück selbstbewusster und immer mehr. Und du gibst sozusagen so lange vor, selbstbewusst zu sein, obwohl du es noch nicht bist, bis du es bist. Ich komme jetzt gleich zum dritten Teil der Praxis. Also der dritte Punkt ist, schreibe dir alle deine kleinen und großen Erfolge auf. Schreibe dir auf ein Blatt Papier alle deine kleinen und großen Erfolge. Ganz kleine Dinge. Heute habe ich einen Freund Mut gemacht und habe ihn dazu gebracht, etwas zu tun, habe ihn motiviert. Oder ich habe jemand aus der Patsche geholfen. Oder ich habe eine Rede auf dem Geburtstag gehalten und alle haben sich gefreut. Oder ich habe meine Ausbildung bestanden. Oder ich habe heute diese oder jene Aufgabe geschafft. Mein Studium, mein Abitur oder ein Lehrgang, ganz egal, jede kleine Sache, die du erreicht hast. Ich habe eine Party organisiert, ich habe tanzen gelernt, einen Tauchkurs gemacht oder ich habe einen Streit geschlichtet zum Beispiel oder einen Wettkampf gewonnen. Schreibe alles auf, auch die kleinsten Erfolge. Und dann lese dir einfach diese Liste von Zeit zu Zeit durch. Und das wird dir einen Sinn geben, wer du bist und dass auch du Erfolg hast in deinem Leben. So, ich renne hier heute ein bisschen durch, weil wir haben nur eine knappe Stunde und ich möchte auch noch auf die Fragen antworten. Also, wenn es für den einen oder anderen zu schnell war, ich bin nachher für alle Fragen offen. Ich beantworte nachher alle Fragen, wenn ich kann. Also, jetzt kommt wieder ein ganz wichtiger Punkt. Präsentiere dich der Welt
in Stolz und Würde. Und das ist ein so wichtiger Punkt. Laufe aufrecht, stolz und erhobenen Hauptes. Und wenn du merkst, dass du wieder in eine unsichere Körperhaltung verfällst, zum Beispiel gebückt, der Blick nach unten, dann korrigiere sofort deine Körperhaltung. Stehe aufrecht und schaue deinen Mitmenschen offen in die Augen. Begrüße deine Mitmenschen mit einem festen Händedruck und lächle freundlich. Sobald der Blick in Richtung Boden wandert, nimmst du ihn immer wieder hoch. Und du überprüfst am laufenden Band deine Körperhaltung. Frage dich immer, wie benehme und laufe und stehe ich, wenn ich selbstbewusst bin. Und dann stell dich genauso hin. Atme, aufrechte Haltung, Brust raus, eine gewisse Körperspannung, die Augen geradeaus, nicht nach unten, geradeaus und den Kopf hoch. Und atme tief in deinen Bauch und stell dir vor, du bist der stolze Repräsentant deiner eigenen Persönlichkeit. Wie ein Staatsminister sein Land stolz und aufrechten Hauptes präsentiert, präsentierst du dich der Welt mit Stolz und Würde. Stell dir mal vor, unseren früheren Präsidenten Gerhard Schröder. Also ich finde, er hat unser Land gut repräsentiert. Ich finde, er hat das wirklich mit Stolz und Würde getan. Und nun stell dir mal vor, dass Gerhard Schröder bei einem Staatsbesuch mit verschiedenen Präsidenten und hochrangigen Politikern nach vorne gebeugt geht, mit einem unsicheren Blick Richtung Boden und sein Händedruck, der gleicht eher einem toten Fisch. Was würdest du denken über Gerhard Schröder? Du würdest sagen, hey, Herr Schröder, stell dich mal aufrecht hin, den Kopf nach oben, die Brust raus, ein selbstbewusstes Lächeln auf deine Lippen. Du repräsentierst schließlich unser Land. Tu das mit Stolz und Würde. Und ganz genau so repräsentiere du dich auch selbst mit Stolz und Würde. Präsentiere dich selbst mit Stolz und Würde bei jeder Tätigkeit. Egal, ob du allein bist oder in Gesellschaft. Immer. Beim Essen, beim Abwaschen, beim Unterhalten mit Freunden, beim Einkaufen. Immer, immer, immer. Weil du hast jeden Grund, stolz auf dich zu sein. Du hast schon Dinge geschaffen, du hast Dinge erreicht in deinem Leben. Und mache dir das mit dieser Liste immer wieder bewusst. Es gibt garantiert Menschen, die dich lieben und es gibt Menschen, die du liebst. Mache dir das auch immer wieder bewusst. So lenkst du immer wieder deine Gedanken in die Richtung, die dich sicher machen. Ganz wichtig. Auch wenn du dir nicht bewusst bist darüber. Und ich wiederhole das nochmal, für einige hört sich das wirklich vielleicht komisch an oder abgedroschen, aber Fakt ist, jeder von uns ist ein einzigartiges, wundervolles Wesen der Schöpfung und du auch. Und beginne dich als dieses wunderbare, einzigartige Wesen der Schöpfung voller Stolz und Würde zu präsentieren. Und ich sag's nochmal, in jeder Situation, auch wenn du alleine bist, weil daraus wird auch eine Gewohnheit und die Haltung, die du an den Tag legst, die beeinflusst deine Gedanken und beeinflusst deine Gefühle. Ist ein Biofeedback-Mechanismus sozusagen. Also deine Haltung beeinflusst deine Gefühle. Und diese vier kleinen Praxisübungen, die wir eben gerade durchgesprochen haben, die werden dir garantiert helfen. Aber das ist erst der Anfang. Wenn du sicher und schnellstmöglichen Erfolg in Sachen Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen haben möchtest, werden wir gleich noch viel mehr Register ziehen für ein garantiertes Ergebnis. Und ich sage dir, für ein garantiertes Ergebnis. Ich habe gerade wieder ein Video in YouTube gesehen von einem Trainer, der sagt, also Selbstbewusstsein ist eine Sache, da muss man das ganze Leben dran arbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, den man das ganze Leben vollzieht. Und wenn das Menschen hören, dann sind die wirklich entmutigt, weil sie denken, sie müssen das ganze Leben an einem stärkeren Selbstbewusstsein arbeiten. Und in gewisser Weise ist das richtig, aber es gibt natürlich Abkürzungen. Wenn man diese Abkürzungen kennt, kann man wirklich in 2-3 Monaten ein wirklich starkes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen nach gewissen Strategien. Und das ist ohne weiteres möglich. Aber die Psychologen, die Psychologie im Studium gelernt haben, die haben nicht die Ausbildung dafür. Und wenn sie sich nicht selber weiterbilden, dann sagen die dann solche Sachen. Du musst wirklich jahrelang zu mir kommen, um selbstbewusster zu werden und immer wieder mit mir reden. Und das ist gar nicht nötig. Selbstbewusstsein ist eine Fähigkeit, die relativ fix erlernt werden kann. Beharrlichkeit und Disziplin, das ist alles. Also in 60 Tagen kannst du dein Leben umkrempeln. Und ich kann es dir sagen, aus Erfahrung. Und es ist so. Also jetzt
gehen wir über zum Selbstvertrauen. Und ich gebe dir jetzt auch gleich 4 Schritte zu einem wirklich starken Selbstvertrauen. Es gibt Menschen, die schaffen es immer wieder, dass du dich schlecht fühlst. Es gibt Menschen, die versuchen, dir die Schuld zu geben für alles.